Geschätzte Gäste, liebe Freunde, liebe Referenten, ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem besonderen Samstag-Event im Modelhof im ländlichen Thurgau. Mir scheint, es sei angesichts der geografischen Lage der Lokalität wirklich angezeigt zu sagen, es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich den Weg hierhin gefunden haben ins ländliche Thurgau. Mein Name ist René Scheu, ich bin Herausgeber des liberalen Debattenmagazins Schweizer Monat. In der ersten Reihe sitzt Daniel Model, Unternehmer, Miteigentümer der Model Holding, eines europaweit tätigen Verpackungsherstellers mit Schweizer Wurzeln und Besitzer des Modelhofs, in dem wir heute alle Gastrecht genießen. Vielen Dank, Daniel. Du wirst gleich etwas noch sagen zu deinen Hintergründen und zu den Hintergründen des Modelhofs. Ich fahre fort. Der Titel der Veranstaltung lehnt sich an einen Wahlslogan der FDP aus den 80er Jahren an. Mehr Freiheit, weniger Staat. Und einer, der diesen Slogan mitgeprägt hat, ist heute auch unter uns, nämlich Robert Neff. Wir fragen uns heute... wäre weniger Staat sozialer? Ist der europäische Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat ein Auslaufmodell? Ein Auslaufmodell in zweierlei Hinsicht. Einerseits finanziell, weil sich der Sozialstaat ständig selbst überfordert. Er hat zu einer Schuldenwirtschaft auf Kosten anderer und künftiger Menschen geführt, die kaum in Minne enden wird. Und andererseits moralisch, weil ein Leben auf Kosten anonymer anderer zu einer Entsolidarisierung der Gesellschaft beiträgt, die, denke ich, immer spürbarer wird. Wir haben erstklassige Referenten und Podiumsteilnehmer eingeladen und ich bin neugierig zu erfahren, wie Sie, die Referenten, diese Entwicklungen beschreiben und beurteilen. Wichtig scheint mir, dass wir mit offenem Visier und ohne Scheuklappen darüber debattieren und uns nicht nur wechselseitig auf die Schultern klopfen, weil wir ohnehin alles immer schon besser gewusst haben. Ich sage kurz ein paar Dinge zum Ablauf des Tages. Wir wollen Disziplin und Lockerheit verbinden. Disziplin, wir beginnen plus minus um 10, aber auch Lockerheit. Wir sind flexibel, wir haben genügend Pausen für persönliche Gespräche eingeplant. Das haben wir bewusst so gehalten. Wir nehmen auch an Veranstaltungen teil und wenn dann der Rhythmus hoch ist und man sozusagen ständig bombardiert wird mit tollen Einsichten, ermüdet man trotz den besten Absichten. Wir bestreiten vor dem Mittag einen ersten Themenblock mit Referaten und einem Streikgespräch. Zuerst spricht Stefan Blankertz, dann Lukas Reimann, dann folgt eine erste kurze Pause. Das dritte Referat, ein Gegenreferat, wird Pascal Bührig halten. Im Anschluss folgt die erste Podiumsdiskussion mit den drei Referenten, die ich dann moderiere. Es folgt eine längere Mittagspause und das Essen steht ab 12:45 bereit. Daniel Model ist gerne bereit, vorab eine kleine Führung durch den Modelhof zu organisieren. Interessenten mögen sich im Anschluss ans Podium direkt bei ihm melden. Der zweite Themenblock mit drei Referaten beginnt nach ausgedehnter Mittagspause, vielleicht einem Spaziergang, wenn der Himmel sich ein bisschen öffnet, um 14.30 Uhr. Um 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, danach das letzte Podium, danach das Schlusswort, danach das Abendessen und ein Ausklingen des Tages für die, die wollen, in der Lounge bei Zigarre, Wein und Whisky. Da möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Sons of Libertas unter uns weilen und die Referate aufzeichnen. Es ist das beste libertäre Fernsehen im deutschsprachigen Raum. Dann eine Meldung aus aktuellem Anlass. Jemand von Ihnen besitzt einen weißen Audi und in diesem weißen Audi blieb ein Schlüssel stecken und der Schlüssel ist jetzt gerade bei Valerie Model. Sie streckt den Arm in die Höhe. Wer diesen Schlüssel
zurückhaben möchte, möge sich bei ihr melden, das ist bereits geschehen. Ich denke, das wäre es erstmal von meiner Seite. Haben Sie Fragen? Keine Fragen? Daniel, ich gebe dir gerne das Wort. Ja, herzlich willkommen im Modelhof, sehr verehrte Damen und Herren. Ich bin sehr gespannt, wie das heute abläuft, deshalb auch, weil ich beobachten möchte, ob es für mich und allenfalls auch für Sie, für den Mitveranstalter Röne Scheu, spürbar wird, dass auch die Entstehung dieses Gebäudes einen sehr direkten Zusammenhang hat mit unserer heutigen Themenstellung. Ich war vor genau 9 Jahren, also eigentlich ist es morgen vor 9 Jahren, ja aufgefordert, vor Gemeinderäten auch mich zu äußern zu einer Fragestellung, die von außen kam, nämlich zur Frage Staat und Unternehmer. Und in der Vorbereitung zu dieser Rede ist mir etwas passiert, was am Schluss auch zum Modelhof geführt hat. Es sind für mich aus einer Welt, in der ich glaubte, hineingeboren worden zu sein, 2 Welten entstanden oder eigentlich auseinandergefallen, nämlich Staat und Unternehmen, ja, das waren dann plötzlich 2 Welten. Und zwar fundamental, nämlich die Vertrauensfrage, an der hat sich meine Welt entzweit. Einerseits hochökonomisches Konzept, Vertrauen im Unternehmen, ist aus bloßem Eigeninteresse schon zu kultivieren. Andererseits die Misstrauenskultivierung im Staat, die vielleicht auch aus einem Eigeninteresse so geschieht, jeden Tag. Und so sind die 2 Welten auseinandergefallen. Ich wollte sie dann im Anschluss an diesen Bruch auch äußerlich manifestieren, diese eine Welt, und das ist im Wesentlichen der Modelhof. Es ist ein Versuch in einer archaischen Bauweise, die Vertrauensthematik eben auch zu zeigen. Als Beispiel, wenn Sie diese Säule sehen, und Sie sind in einem modernen Bau, das ist eigentlich ein moderner Bau, er wurde ja erst 2012 eröffnet, dann sind Sie heute in der Architektur nicht mehr ganz sicher, ob diese Säule tatsächlich eine statische Funktion ausübt oder nicht. Nun, im Modelhof dürfen Sie diese Sicherheit wieder gewinnen. Diese Säulen tragen genau das, was Sie vermuten, nämlich diese Galerie, die dann im Obergeschoss auch den Zugang zu den oberen Räumlichkeiten sicherstellt. Nun, ich erwähne das so speziell, weil es war ein Kampf mit behördlicher Stelle, dies auch sicherzustellen, dass das, was Sie erwarten, nämlich diese statisch tragende Funktion dieser Säule, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Denn die Feuerpolizei hatte es mir verboten, diese Galerie in dieser auch Eichenholzausführung so zu bauen, aus feuerpolizeilichen Gründen. Das ist heute technisch auch möglich, indem Sie den Betonboden, der tatsächlich im Raum selber sie trägt, weiter herausziehen. Und dann hat der Beamte mir gesagt, wörtlich, Sie können ja dann die Säule drunter schieben. Nun, der eine oder andere von Ihnen wird schon merken, auf was ich heraus will mit der Themenstellung. Die Säule steht natürlich auch für den Menschen. Obwohl Sie jetzt gerade sitzen, aber wenn Sie stehen, wird es ja noch klarer. Der Mensch ist hier, um auch eine tragende Funktion auszuüben. Und diese Säule, meine Damen und Herren,
mach das. Sie macht es sehr oft nicht mehr. Der Mensch wird entlastet und in dieser Entlastung wird er schwächer. Aber das wird ja noch ihr Thema sein. Ich bin dieser gespannte Beobachter heute, ob auch hier drin etwas walten kann, was mit diesem Ursprungsgedanken und dieser Geschichte des Modelhofs und dieser Themenstellung heute, die wir natürlich auch zusammen entwickelt haben, ob es dann auch für Sie spürbar wird, dass eine Koinzidenz, ja vielleicht sogar eine Begegnung möglich ist, in einem geistigen Sinne. Und das ist auch der Grund, warum Sie hier relativ hohe Raumhöhe vorfinden, nämlich rund 14 Meter von Ihrer Schuhsohle bis in die Deckenspitze. Seien Sie beruhigt, dass es hier, das war eine Frage vor ein paar Minuten, es handelt sich hier nicht um Räumlichkeiten einer Freimaurergesellschaft. Es handelt sich hier nicht um Räumlichkeiten einer sonst wie gearteten Vereinigung, sondern es handelt sich schlichtweg um meinen Privatbau. Ich mache diesen Hinweis übrigens auch aus Eigeninteresse. Disziplin war angesprochen. Sie sind bei mir zu Hause hier. Ja. Es ist eigentlich peinlich, in einem gewissen Sinn Sie darauf hinzuweisen zu wollen, dass Sie sich bitte hier drin anständig benehmen sollen. In einem gewissen Sinn deshalb peinlich, weil durchaus auch die Anmutung hier drin eine öffentliche sein könnte. Durchaus. Und Sie wissen, wie das Öffentliche vorwärts marschiert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und es hat dazu geführt, dass die Leute heute ihre Red Bull Büchse aus dem Fenster schmeißen. Littering ist heute ein konkretes Problem. Und deshalb möchte ich um Verständnis für meine peinliche Aufforderung bitten, weil wir alle letztlich auch von diesem Sozialstaat in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen sind. Das kann sich bis uns zu unserem eigenen Verhalten äußern. Und wir sind alle aufgefordert, uns in strenger Selbstbeobachtung zu überprüfen, inwieweit diese in Mitleidenschaft gezogenheit bei uns schon fortgeschritten ist. Und das zweite Merkwürdige an der heutigen Veranstaltung ist auch, dass ich quasi ein Subventionsgeber bin heute. Sie sind tatsächlich eingeladen, Sie werden das ja unschwer daran erkennen können, dass der Eintrittspreis im Zusammenhang mit der Darbietung und den Leistungen heute der Referenten und den Verpflegungsabsichten, dass das nicht aufgehen kann. Ich bin also ein merkwürdiges Zwitterwesen, was auf der einen Seite diese Subventionswirtschaft geißelt und selber heute ein Subventionsgeber bin. Genau. Ah, also, vielen Dank für das Zusammenführen meiner Zwitterhaftigkeit wieder zu einem Menschen. Aber auch das, es könnte sein, will ich damit ja nur sagen, dass Sie verführt werden durch diese preisliche Verfälschung heute, sich derart den Bauch vollzuschlagen, dass es Ihnen am Schluss vielleicht noch schlecht wird. Und das möchte ich auf keine Art und Weise. Und ich glaube, in dieser Form, in der ich heute jetzt so unfreundlich gewesen bin, bin ich durchaus sozial gewesen. Und, aber das hoffe ich, dass wir das heute entwickeln können. Ein neues Verständnis von sozial, eine Art Maßregelung, eine Art Bewusstsein aber doch. Und vielleicht auch mit dem Willen, sogar unpopuläre Dinge zu sagen. Und wenn dieser Geist heute waltet, diese unglaublich schonungslose Ehrlichkeit, zu der mich immer wieder diese Säulen
hier inspirieren, dann freue ich mich sehr darauf. Und Sie hoffentlich auch. Eine ganz tolle Veranstaltung wünsche ich uns allen. Danke. Vielen Dank, Daniel. Das war schonungslos offen und zugleich sehr unterhaltsam. Ich möchte den ersten Referenten hochbitten, Stefan Blankert. Er wird zu den infantilisierenden Wirkungen des Sozialstaates sprechen. Stefan Blankert ist einer der hervorragenden libertären Denker deutscher Sprache. Er ist Gestalttherapeut, auch Autor von Kriminalromanen. Unter anderem Verfasser des Buches Das libertäre Manifest, das ich verschlungen habe vor ein paar Jahren und das Sie bestimmt alle kennen. Lieber Herr Blankertz, the floor is yours.